Was rückt fort an seinem Image? Die Werkstatt der Motorsportabteilung. Und hier wurde auch das Auto ausgebrütet, das Porsche-Fahrer neuerdings den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Mit Erfahrungen, die man im Motorsport sammelte, baute man hier den RS zusammen. Moin moin Leute und ein herzlich willkommen auf dem Kanal von mir, ne? Wie man sieht, heute mal bei strahlendem Sonnenschein mit dem Capri unterwegs, mit dem Capri. Ist schon lecker warm gefahren. Wir haben auch 27 Grad oder was. Und heute ist es endlich soweit gekommen. Heute nehme ich euch eine Runde mit dem Capri mit. Ein paar Soundaufnahmen kriegt ihr natürlich auch. Endlich mal raus aus der Garage. Der stand ja jetzt über Jahrzehnte, würde ich sagen, in der Garage. Mal unter einer Überdachung. Und ja, also ich bin richtig zufrieden damit. Klar, hier und da gibt es immer was zu tun. Aber das macht das Oldtimer-Fahren ja auch ein bisschen aus, ne? Ja, dann zeige ich euch das Schmuckstück mal hier. Oh, ich finde einfach, das sieht so pornös aus, das Ding. Also die Farbkombi gefällt mir so gut. Ja, jetzt habe ich mir noch einen Aufkleber hier für die linke Seite besorgt. War der falsche natürlich. Ich kriege aber den richtigen noch nachgeschickt. Dann mache ich den natürlich wieder ab, aber ich war heiß wie Frittenfett, Jungs. Ich wollte unbedingt eine Runde fahren und wollte den Sticker drauf haben. Dann konnte ich einfach nicht warten, hab mir einfach drauf geklebt. Aber gut. Was mir am Heck noch nicht gefällt, sind die zwei kleinen Salzstängchen, die hier rauskommen. Die muss ich abschneiden und mir quasi die Originalform nachmachen und die dann da drüber stecken und befestigen. Boah, nee, also das ist ein Fahren, das ist einfach fantastisch, sage ich euch. Fantastisch. Fantastisch! Ja, jetzt habe ich mir so eine ganz komische Halterung für den Kopf besorgt. Die muss ich mir draufschneiden. Sieht oberbehämmert aus, aber was man nicht alles macht, ne? So, dann werde ich euch jetzt erstmal eine kleine Soundprobe geben. Keine Angst, der ist schon warm. Ich bin schon gut was gefahren. Und dann schnall ich mich euch auf den Kopf und dann jedet ab. Dann können wir eine Runde ballern. So, verehrte Damen und Herren, wir machen uns bereit und starten das Schmuckstück. Oh, Fenster zu, mal gucken, ob man hier überhaupt was drin hört, weil da bin ich noch nicht so ganz überzeugt von. Erstmal schön die 80er Musik anmachen, ne? Wir müssen das ja auch fühlen. Boah, ne, ich muss ein Stück das Fenster aufmachen, Jungs. So, und los geht's. Der Drehzahlmesser da vorne auf der Haube, ne? Nicht wundern, der ist im Moment nicht angeschlossen. Fahren wir denn mal lang? Komm, fahren wir mal links lang. Das ist ein Gefühl, echt einfach geil. Ich weiß halt nicht, ob der Sound auch so richtig rüberkommt, weil das ist schon mächtig, was da an Sound hinten rauskommt. Aber probieren wir gleich mal. Öldruck haben wir. Mit dem E-Lüfter, also der kühlt den richtig krass runter. Ich meine, ich habe da jetzt auch kein Thermostat drin. Das ist ja auch schon mal gut, ne? Sonst, ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Temperaturen wäre. Wie das sonst abgehen würde. Aber so lässt er sich auch ganz smooth fahren. Was ich mir noch besorgen muss, ist auf jeden Fall ein anderer Rückspiegel. Der blättert hier schon ab wie sonst was. Ich bin am Schwitzen, ich bin nervös. Jedes Mal, wenn ich damit fahre. Das ist einfach geil. Keine Angst, Jungs. Gleich werden wir auch mal durchladen. Ich weiß noch damals, diese eine Fahrt, die ich mit meinem Vater gemacht habe, die war genau hier. Aber da ist der mit mir hier durchgeballert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, drehen uns jetzt hier mal. Mhm.
knapp erreicht. Also, jetzt muss man sich mal überlegen, wir haben 1974, du hast die Kohle, kaufst dir einen Ford Capri 2.6 RS, Junge, und dann fährst jeden Tag mit diesem Auto, also das ist kaum vorstellbar für mich. Das ist ja heutzutage die Autos, klar, die sind schneller und, aber diese Emotionen, die dir so ein Auto bringt, ne? Also keine Ahnung. Kann mir jeder erzählen, was er will, aber das ist einfach eine krasse Karre. Dann fahren wir hier mal links. Fahren wir durch das Städtchen durch. Naja, also so ein schönes Auto. Auch schön zu fahren. Also. Klar, ich bin schon mal ein bisschen schneller um die Kurven gefahren und ich bin jetzt nicht so auf den Kopf gefallen. Also ich fahre, seitdem ich 6 bin, Rennkart so. Mittlerweile nicht mehr, aber... Also die Hinterachse, die vermittelt einem kein gutes Gefühl, weil das halt eine Starrachse ist mit Blattfedern. Das ist ein bisschen komisch so, aber trotzdem geil. Also, ja. Na klar, ohne Servo. Lass mal den Opa auch noch durch, ne. Sind ja nette Mitbürger. Oh, das war noch mal. Sorry. Ich finde, in so einem Auto muss man auch quasi die 80er hören, um das zu fühlen. Das ist also geil. Der Spiegel hat auf jeden Fall sein Eigenleben so. Aber das stört mich absolut gar nicht bei dem Auto. Das ist ja auch kein Auto, was man jetzt jeden Tag mehr fährt. Das ist einfach Hammer. Boah, ich komme mir vor wie ein fliegendes Einhorn hier, ey. Also, mit der GoPro auf dem Kappes. Ich glaube es. Fakt. Was mir wohl noch aufgefallen ist, also wenn man so ab 100, sage ich mal, da muss man auf jeden Fall nochmal die Reifen auswuchten bzw. Felgen. Weil da fängt das an so. Aber der muss auch eh noch eine Achsvermessung bekommen. Aber da werde ich mich jetzt mal drum kümmern. Wie gesagt, ich wollte erstmal eine Runde fahren. Wie das Gefühl so ist. Auspuff ist noch ein bisschen auf der linken Seite ein bisschen undicht. Also die linke Bank. Aber das sind ja alles Sachen, die man in den Griff bekommt. Boah. Einfach geil. Also. Und was mir noch aufgefallen ist, früher hatte mein Vater keinen Tankdeckel dafür, keinen richtigen. Hat dann einfach ein Loch da reingemacht wegen der Belüftung. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr tankt und ein bisschen zügiger um eine Linkskurve fährt, dann schwappt der Sprit hinten raus. Aber gut, habe schon geguckt, 30 Euro kostet so ein Tankdeckel. Den werde ich auch noch spendieren. Ja, auf jeden Fall, wenn das Projekt hier abgeschlossen ist, dann werde ich auf jeden Fall noch mal was länger sparen. Und ein Traum von mir damals war schon immer ein 02er BMW. Wohl mit runden Rückleuchten. Ich finde das halt geiler und halt verbreitert. Das würde ich ja beim Capri niemals machen, aber bei so einem BMW 02 würde ich das schon machen. Da wäre mir auch egal, wie der vom Rost ist. Jetzt nicht egal, aber dass der einigermaßen noch da steht. Kann schon ein bisschen schweißen üben und so, ne? Oder ein C-Kadett Coupé. Hätte ich auch Bock drauf. Da werde ich als nächstes mal irgendwann drüber nachdenken. Ich bin aber erstmal so glücklich mit dem Capri, also da kommt noch nichts drüber. Keine Ahnung, ich kenne das Auto mein Leben lang, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und mein Vater hat das Auto seitdem der 19 oder 20 ist. Also auch was für eine Ehre, dass der mir den quasi geschenkt hat. Also klar hat er gesagt, niemals verkaufen. Aber das würde ich auch niemals machen. Also, das hätte mein Vater mir gar nicht sagen müssen. So ein Auto gibt man einfach niemals ab.
nicht nur wegen dem Auto an sich, sondern wegen der Geschichte. So. Ich weiß noch, da hat mein Vater mir erzählt, da saß wohl hinten. Hinten saßen zwei Freundinnen damals. Da ist er auch was zügiger gefahren. Und die haben so gesagt, oh, hier braucht man ja einen Stahl-BH, um hinten zu sitzen. Aber das war einfach, keine Ahnung, die Geschichten, die mein Vater mir da über das Auto schon erzählt hat, das ist einfach geil. Und dass ich jetzt 40 Jahre, 35 Jahre später hier drin sitzen darf und einfach damit fahren darf. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einfach, das macht mich so glücklich. Also einfach Hammer. Der auf jeden Fall noch vertragen könnte, wäre hinten eine Sperre, weil wenn man ein bisschen zügiger um die Kurven fährt, also da kratzt sofort das innere Rad, weil der halt gar keine Sperre hat. Und im Nassen, also ich bin nicht wirklich im Nassen gefahren, aber es waren feuchte Stellen, dann fährst du um eine Kurve, also man muss hinten Betonsäcke drin haben oder so. Also das ist schon jemand, der noch nie Auto gefahren ist oder der gerade einen Führerschein hat, den kannst du mit so einem Auto eigentlich, glaube ich, nicht fahren lassen. Das ist Selbstmord oder das ist auch viel zu anstrengend für den, glaube ich. Aber früher war das halt so, ne? Aber einfach geil. Ja, ich würde dann einfach mal sagen, hat mir riesen Spaß gemacht, euch das Auto hier zu zeigen. Es wird noch weiter Videos damit geben. Wird immer Sachen dran zu tun sein. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Mal. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. Oh, komm, einen gehen wir noch. Oh. Geil.